Proteinpulver ist nicht schädlich, Proteinpulver ist lecker. So, dann starten wir gleich mal mit dem ersten Supplement, von dem ich nicht mal weiß, ob man es überhaupt als Supplement bezeichnen kann. Und zwar ist es Proteinpulver. Ich habe hier jetzt ein Isolat. Ich finde, Proteinpulver ist nicht unbedingt Nahrungsergänzung. Also für mich ist es eigentlich wie ein stinknormales Lebensmittel. Oh, es riecht so gut. Oh, Schoko. Oh, ich liebe Proteinpulver. Proteinpulver ist nicht schädlich, Proteinpulver ist lecker. Nummer 2. Also ich möchte auch mal dazu sagen, die ganzen Marken, die da draufstehen, ich gucke da jetzt nicht wirklich drauf. Ich gucke, also ich hatte auch schon mal Kreatin von einer Firma, von dem ist mir übel geworden. Ich glaube aber auch nicht, dass es unbedingt an der Firma lag. Weiß nicht, vielleicht habe ich es einfach nur nicht so gut vertragen. Deswegen will ich das jetzt auch nicht sagen, welche Firma es war. Ich kaufe einfach das, was gerade da ist und was ich cool finde und das, was ich mag. Kreatin ist ja wirklich, glaube ich, das meist benutzte Supplement, das es gibt. Ich werde auch immer ganz oft gefragt im Studio, wenn von ganz vielen Frauen, aber teilweise auch von Männern, die sich dann Sorgen machen, weil sie gehört haben, ja, Kreatin zieht Wasser. Ja, Kreatin zieht Wasser, aber von dem sieht man nicht dick aus, weil das zieht das Wasser im Muskel. Also das Wasser wird im Muskel gespeichert und dadurch sieht eigentlich alles noch toller aus, weil der Muskel dadurch praller aussieht. Also habt keine Angst, dass ihr von Kreatin aufgeschwemmt aussieht. Das ist nicht so. Kreatin ist toll. Und ich nehme Kreatin jeden Tag, 5 Gramm täglich. Wird meistens auch mit Kreatin gemischt. Beta-Alanin. Beta-Alanin muss man genauso wie Kreatin jeden Tag nehmen, sonst bringt es nicht wirklich viel. Ist sozusagen Milchsäurepuffer und damit kann man noch ein paar Wiederholungen mehr rausholen. Finde ich auch ganz gut. Ich versuche auch gerade die so ein bisschen nach Wichtigkeit zu ordnen. Ne? Also, Next-Supplement ist nicht unbedingt notwendig. Ich nehme es gerade, weil ich auf Diät bin. BCAAs. Was habe ich denn hier? Strawberry, Kiwi, Orange. Finde ich ganz lecker. Und ich glaube, da ist sogar ein bisschen Glutamin noch mit drin. Dachte ich, ist nicht drin. Nö. Nächstes. Omega-3-Kapseln. Kann nicht schaden. Ich nehme es. Omega-3-Kapseln. Als nächstes haben wir Vitamin D3. Es scheint ja leider nicht so oft die Sonne, wie man es gerne hätte. Und wir kriegen einfach viel zu wenig Sonne ab, meiner Meinung nach. Deswegen nehme ich Vitamin D3. Ich finde es cool. So, als nächstes habe ich hier so ein ZMA-Präparat. Und zwar ist da Zink, Magnesium und Vitamin B6 drin. Zink, Magnesium, Mineralstoffe. Zink ist zum einen gut für die Haut, Haare und Nägel. Ist ja für uns Frauen schon mal ideal. Zum anderen heißt es, dass es für die Regeneration ganz gut sein soll. Schlaf soll besser sein. Magnesium kann wirklich ganz hilfreich sein, falls ihr mal Krämpfe habt. Leute, die sowieso viel Sport treiben, ne, die schwitzen viel, die verlieren viele Mineralstoffe und deswegen nehme ich das. So, und dann kommen wir schon zum letzten und eigentlich auch zum unwichtigsten. Und hier bin ich mir auch wieder nicht sicher, ob es überhaupt als Supplement durchgeht. Es ist der Booster. Also ich bin wirklich kein Vertreter davon, bei jedem Training Booster zu nehmen. Vor allem, es wirkt sonst irgendwann nicht mehr. Ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich bei jedem Training Booster genommen. Gerade wenn man es entdeckt, dann findet man es ganz toll und es wirkt so schön. Ne? Ich habe hier, und den habe ich jetzt nicht nur, weil ich bei McFit arbeite, sondern ich habe den, weil ich den wirklich cool finde. Das ist von Kitu, der Beast Code. Kitu ist diese Eigenmarke von McFit. Also der ist wirklich sehr angenehm. Also der haut einem nicht komplett von der Bildfläche. Da man hat nicht einen totalen Crash danach. Und den kann man auch zweimal pro Woche nehmen. Und der hat auch gar nicht so viel Koffein. Der hat 200 Milligramm Koffein pro Portion, was ich echt ausreichend finde. Booster. Und das war es dann eigentlich auch schon an Supplements. Und was ich aber wirklich noch gerne dazu sagen möchte, ist,
man braucht keine Supplements. Was ich auch ganz oft habe, dass Leute zu mir kommen, die gerade am Anfang sind. Ich mache den Trainingsplan und dann kommen die zu mir und sagen, ja, aber du, ich habe gehört, ich soll noch hier Supplements nehmen und das und das und das und das. Und ich denke mir, what? Das nehme ich nicht mal alles. Komm mal wieder runter. Erstmal muss das Training sitzen, also wirklich sitzen, regelmäßig zum Training gehen, sauber trainieren. Und die zweite Sache, Ernährung. Wenn diese beiden Punkte stimmen und wenn ihr wirklich wenn ihr das dann schon eine Zeit lang durchgezogen habt, also ich rede jetzt nicht von 2-3 Wochen, sondern vom Jahr oder anderthalb oder 2 Jahren und ihr sagt dann so, ja, da könnte man jetzt noch mal was optimieren, dann könnt ihr anfangen, Supplements zu nehmen, aber nicht nach einer Woche. Also wirklich, guckt, dass euer Training stimmt, dass eure Ernährung stimmt. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, was ich nehme. Ich meine, ich bin jetzt gerade in einer Wettkampfdiät. Das ist wirklich was anderes nochmal als ein stinknormales Alltagstraining. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt und wenn euch meine Wettkampfdiät interessiert, dann checkt mal meinen Kanal ab mit meinen Vlogs und abonnieren natürlich nicht vergessen. Daumen hoch würde ich mich freuen und wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.